Was geht ab, Manu Z-Fighter? Osiris hier. Und heute bringen wir einen weiteren Charakter in die Ruhmeshalle. Wir bringen den Super Gogeta auf 100%. Dann gibt es natürlich sein Showcase. Wir schauen uns zuerst die Karte an, gucken, was sein Damage, wenn alle Passive, beziehungsweise, was heißt alle Passive, alle Link-Skills aktiviert sind, und schauen ihn uns in dem Dokken-Event an. Also würde ich sagen, legen wir direkt los. Bringen ihn erstmal auf 100%, das ist das Letzte, was wir aktivieren müssen, und diese Animation ist regelrecht geil, da leuchtet das Herz auf, wenn er Charakter auf 100% kommt. Richtig geil, muss erstmal natürlich ein Screenshot her, boom. Und die Frage, ob er es wert ist, ist natürlich ironisch, denn wir werden gleich sehen, er ist es definitiv wert, aber schauen wir uns den Dude mal genauer an. Okay, dann HP 15.695, Attack 16.660. Defense 9578. Er ist ganz klar vom Int-Type. Wir wissen, er ist der Int-Leader. Gibt Super Int-Type Ki plus 3 auf 4 Attribut 120% und Extreme Int-Type Ki plus 1 auf 4 Attribut 50%. Seine Ulti macht immens Damage und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive ist, er bekommt selbst 120% auf den Angriff schon immer. Also, das ist im ist fix, ist immer da, ist kein Boost oder so, muss nicht aktivieren, sondern er hat immer 120% auf seinen Angriff und er macht sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus, sei es physisch, sei es Agility, Tech und. Wie skillt man ihn? Am besten im Hidden Potential Skill, und zwar geht man auf Level 15 Additional Attack, Level 6 Crit und Level 5 Dodge ist von Natur aus da. Warum Level 15 Additional Attack? Weil bei ihm ist es speziell, denn er macht gegen jeden Schaden, und das schon von sich aus durch seine Passive, heißt, er braucht quasi keinen Crit. Er hat schon quasi einen künstlichen Crit, dadurch, dass er gegen jeden effektiven Schaden macht. Deswegen wurde auch rechnerisch gemacht, also das ist die Norm quasi, wurde auf Dokkan Reddit von einem Dude berechnet. Wenn man auf Level 15 Additional Attack geht und Level 6 Crit, holt man das Maximum heraus, aber das Dupe-System an sich ist ja wie, also für jeden selbst hinterlassen. Ihr könnt ihr eure Charaktere personifizieren, nach eurem Wunsch skillen. Und deswegen könnt ihr auch ganz klar nach 15 Crit und Level 6 Edition gehen. Ist euch hinterlassen. Ich habe das Ganze so gemacht, 15 Edition Attack. Das habe ich total verstanden, was sie da mit bezwecken wollten, dass man auf Level 15 Edition geht und Level 6 Crit. Wegen eben seiner Passive. Anyways, Golden Warrior gibt Ki plus 1, verringert Verteidigung des Gegners um 2000. Super Saiyan 10% Prepared for Battle, gibt Ki plus 2, Over the Flash Ki plus 3, Fuse Fighter Ki plus 2, also bekommt sehr viel Ki, wir merken schon. Experience Fighters 10% und Fierce Battle 15%. Er ist in der Kategorie Fusion und in der Meta ist es auch am besten, ihn in den Fusion Teams zu spielen. Also jetzt würde ich mal sagen, gehen wir in eine Kampfszene, triggern alle Link-Skills und schauen dann, was dieser Dude an Schaden ausrichtet. Bis gleich. Perfekt. In dieser Rotation ist alles getriggert. Wir sind natürlich in einem Fusion-Team, metagerecht, wie gesagt, denn Gogeta bekommt dadurch auf jeden Wert 150%, Double Lead ist 300% auf den Angriff, was uns hier interessiert. Und alle Link-Skills sind getriggert, einmal durch den Trunks. Trunks gibt ihm wirklich sehr, sehr viel, das ist sehr gut. Dazu gehört Golden Warrior, heißt Verteidigung des Gegners ist gesenkt und minus 2000, das ist wichtig für unseren Schaden-Output. Super Saiyan 10% auf den Angriff, gibt Trunks ebenso. Und Fierce Battle 15%, heißt durch Trunks bekommen wir schon 25% und Verteidigung des Gegners ist um 2000 reduziert. Zudem gibt uns unser Boy LR Piccolo Experience Fighters also weitere 10% auf den Angriff von Gogeta. Dann würde ich sagen, Trunks kann auf den Int-Type, wir gehen auf den Tech-Type, haben Typenvorteil, wobei das hier wirklich egal ist, denn wir machen gegen jeden sehr effektiven Schaden. Aber ihr seht schon seinen Angriff, ihr seht schon fast an die 300.000, schon so. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das Ganze steigern wird. Wie wird der Schaden-Output sein? Alles ist getriggert, mehr geht quasi nicht. Let's go. 1,7 Millionen so schon, aber... Und? Oh mein Gott, 3,4 Millionen, fast 3,5 Millionen macht dieser Super Gogeta auf 100%. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Alright, nicht schlecht, nicht schlecht. So, schauen wir mal, ob wir das Ganze übertreffen können, indem wir eventuell irgendwas vom Hidden Potential bekommen, Crit oder Double Additional Attack.
Es ist alles getriggert, außer Golden Warrior, heißt die Verteidigungsskin, das ist nicht gesehen um 2000, aber da würde ich auf jeden Fall mein Auge zudrücken für die Chance, dass hier wir eventuell etwas triggern können, ja, Crit oder wie gesagt Additional Ulti. Schauen wir das Ganze mal an. Erste Ulti gegen unseren Saiyan Man. Mit einem Crit, 3,3 Millionen Crit. Okay, dieser Crit war... Okay, und keine Additional, okay. Ja, da seht ihr schon die geballte Macht. Dieser Crit war nicht... Es ist gut, dass wir das gesehen haben. Dieser Crit kam nicht an den Schaden von zuvor heran. Warum? Weil zuvor hatten wir Typenvorteil. Das macht dennoch was aus. Gogeta macht zwar gegen jeden sehr effektiven Schaden, aber diese Multiplayer vom Typenvorteil spielen trotzdem eine Rolle. Gut, dass wir das hier gesehen haben. Okay, perfekt. Ich denke, wir haben in Sachen Schaden genug gesehen. Also wir sehen schon, dass Typenvorteil auf jeden Fall was ausmacht. Das müssen wir bedenken. Auch wenn er gegen jeden sehr effektiven Schaden macht, ist der Multiplayer der Bonus von dem Typenvorteil dennoch da. Deswegen haben wir beim ersten Szenario 3,5 Millionen ohne Crit gemacht und mit Crit dann 3,3 waren das quasi, weil wir da den Typenvorteil nicht hatten. Also gut, dass wir das noch gesehen haben. Aber jetzt sehen wir ihn mal in dem Fusion-Team, in das beste Team, wo er momentan passt, wegen den Buffs. Also vom Fusion-Team selbst geht es auch besser. Ich habe nicht so die besten Charaktere des Fusion-Teams, macht nicht. Zum Beispiel den Tekko, denkst du, könnten wir physisch ersetzen. Den Super Saiyan für den Seal-Tanks physisch und den normalen für Strength-Codings beispielsweise. Anyways, da geht einiges. Was Sam damit sagen will, ist, wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal ein Fusion-Team und machen noch ein Dokkan-Event und schauen, wie er denn sich in dem Team macht. Bis gleich. Wir sind im Dokkan-Event von Golden Freezer. In der ersten Rotation ist Vegeto noch. Vegeto, sage ich. Wie kam ich auf Vegeto? Gogeta noch nicht drinnen. Macht nichts. Ich denke, ich hätte den natürlich Super Saiyan mit Gogeta in eine Rotation lassen sollen, wegen dem Super Saiyan-Link-Skill. Macht nichts. Ja. Warum Golden Freezer Event? Das Event geht schon, also auf jeden Fall über mehrere Runden. Deswegen können wir da, denke ich mal, eventuell ein bisschen mehr sehen, was Gogeta so kann in dem Team. Also ja, selbst der FIFA Gogeta eskaliert. Aber Fokus ist auf den Super Gogeta, den wir auf 100% gebracht haben natürlich. Let's go. Schauen wir mal an. Und genau. Also in diesem Team synergiert er natürlich auch 1A, weil es ganz natürlich Fusionscharaktere sind, keine Frage. Oh, natürlich ist er in der ganz anderen letzten Rotation. Okay, das habe ich nicht gesehen. Dann tun wir das Ganze hier mal schnell beenden und gehen direkt zu ihm. In seiner Rotation. Leute, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst. Und aktiviert die Abo-Glocke, damit ihr auch wirklich, wirklich nichts verpasst. By the way, heute sind wir im Stream. Dienstag, Streamplan ist immer, stelle ich jeden Sonntag, Nacht, Montag, früh, Mittag, tue ich den immer aktualisieren, ist unter jedem Video in der Videobeschreibung oder auf dem Discord-Server bei mir, könnt ihr gerne vorbeigucken oder auf Instagram, und dann wisst ihr, wann ich online gehe. Heute sind wir zum Beispiel online auf Twitch von 19 bis 21 Uhr mit Xenoverse 2, wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Also, und hier schon unser Gogeta auf 100%, boom. 2,9 Crit, sehr, sehr gut. Also der Junge macht auf jeden Fall immens, also er macht immens Schaden, ja. Was sagen will, er macht übertrieben viel Schaden. Also das ist 1A. In dem Team vor allem, das ist Maximum. Wenn ihr einen Luxus habt, das meine ich damit. Wenn ihr wirklich einen Luxus habt und euch irgendein Kategorie-Team bauen könnt, dann kommt ihr auf jeden Fall zurecht sehr lange Zeit in Dokkan Battle. Und ja, hier seht ihr es schon. Das sind 2-3 Charaktere, die das ganze Spiel ausmachen. Seht ihr? One-Shot. GG. Und dazu gehört unser 100% Super Gogeta auch dazu. Und das ist sehr nice. Okay, boom, machen wir das Ganze so. Voller Fokus auf Gogeta. Zack. Und let's go. Irene Supreme. Also seine Ulti ist auch wirklich sehr geil. Gut animiert. 3,4 Millionen Crit. 3,4. Das ist One-Shot-Potenzial. Also ihn auf 100% zu bringen, go ahead. Also na klar. Das ist natürlich dann ironisch, wie gesagt. Ob er es wert ist. Er ist es natürlich wert. Also alle Male. Let's go. Zack. Wir sind auch tanky, ja. Also das Team ist wirklich 1A. Und ich weiß, ob es ein One-Shot wird. Ich hoffe nicht. Dann können wir noch... Oh Gott, okay, ich nehme alles zurück. Ihr seht schon, die Gogeta machen das Ding.
Sowohl FIFA Gogeta als auch Super Gogeta. Super Gogeta wird das Ganze hier demnach dann beenden. Boom. Zack. Und geh zum G und RIP Freezer, sage ich dazu nur. Ja, zähl du ruhig runter, das wird ja auch nichts bringen. I reign supreme. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Hier kommt noch unser Schaden, 2,4 Millionen One-Shot. Das war quasi das Showcase, beziehungsweise die Frage, ob er es wert war. Aber wie gesagt, wirklich in dem Fall ironisch, natürlich ist er es wert. 100% Gogeta, Leute, ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wie gesagt, gebt den ganzen ein Like, falls ja, schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Bis dato wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Tage, genießt die Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Peace.